Jo, von der Isle of Mull, den Ledgehack, heute die War of the Peel-Serie Teil 4. Viel Spaß! Willkommen wieder zurück bei Whiskey Violence. Es freut mich sehr. Ja, heute sind wir wie mal wieder beim unabhängigen Abfüller Wick angekommen. Und zwar stelle ich euch heute mal den vierten Teil aus der War of the Peel-Serie vor. Ja, habe ich euch ja schon den Bunner mit 5 Jahren aus der deutscher Abfüllung vorgestellt. Das war praktisch Teil 3 und heute kommt mal Teil 4. Ledgehack mit. Ja, 12 Jahren von 2007 bis 2020. Es gab 600 und irgendwas Flaschen. Ich guck mal schnell, ob sie es hier mit drauf geschrieben haben. Moment, kann ich euch sofort sagen. Bin ja vorbereitet. 642 Flaschen gab es aus einem Refilled Sherry Butt. Oder Cask. Ich nehme an, das war ein Butt. Bei so vielen Flaschen. Vielleicht war es auch was Größeres. Ich weiß es nicht. Ja, 58,5 Volumenprozente haben wir hier. Und wie gesagt, ist wieder die War of the Peel-Serie ist eigentlich ziemlich cool gemacht, muss ich schon sagen. Mir gefällt sehr das Design. Ja, und heute, wie gesagt, der vierte Teil. Ich bin bekennender Ledgehack-Fan. Ich liebe eigentlich Ledgehack. Die Sachen von denen gefallen mir wirklich sehr gut. Tobermory im Gegensatz dazu gefällt mir überhaupt nicht. Hätte noch nichts, was mich da umgehauen hat. Bei Ledgehack. Einiges hat mich da schon begeistert. Ich mag diesen schönen kernigen Torfrauch, den Ledgehack hat. Der ist auch ziemlich, ja, hat einen ziemlich hohen Wiedererkennungswert, finde ich eigentlich. Normalerweise. Blind ist immer was anderes, aber so vom Gefühl würde ich sagen, schon wiedererkennungsfähig. Und ja, kommt hier mit stolzen 110 Euro circa. Ich stelle ihn euch heute auch nochmal vor, weil es ist jetzt nicht aktuell. Ne? Das ist schon jetzt fast eine Woche draußen. Und ich habe mal geguckt, es gibt den immer noch zu kaufen bei Wick, aber das hat eben auch sein durch die ja, hohe Flaschenanzahl. Ne? Ist noch genug dafür alle, ist natürlich auch nur für Deutschland importiert das Ganze. Aber es wird auch dann teilweise der Preis sein. Der Preis setzt sich aber hier, man muss es ganz klar sagen, ist von Signatory Vintage, die Abfüllung. Ne? Das ist ja praktisch wirklich nur ein Vertreiber davon. Und es gibt ein genau gleiches Fass von. Also zumindest ähnlich halt eben. Also es ist auch Refill, Sherry Cask, ungefähr gleiche Volumenprozente halt eben. Die Dose ähnlich halt eben, nur nicht mit dem schönen Cover von Wick. Gleicher Preis zum Beispiel. Ne? Den könnt ihr auch ganz normal kaufen und kostet auch 109 Euro irgendwas. Ne? Von daher es ist es eigentlich nur eine andere Art, bin ich der Meinung, als Auffassung halt eben. Ob es das gleiche Fass ist, kann ich natürlich nicht sagen. Das schreiben sie ja da ja nichts. Aber es ist halt, sag ich mal, diese Abfüllung. Um die heutzutage zu probieren, finde ich es cool. Ne? Wir haben das jetzt wegen mal ganz unabhängig, ob es jetzt die War of the Peel-Serie ist oder vielleicht auch der andere Ledgehack, den es da gerade sagt, parallel so gibt von Signatory, sollte das wahrscheinlich eh nicht vergleichbar sein. Ne? Ja, schauen wir mal rein. Also die Farbe für ein Refill Sherry Cask, ja, fällt für 12 Jahre golden aus. Muss man ganz klar sagen. Also da ist jetzt wirklich noch nicht so viel hängen geblieben. Ne? Kein Vergleich, muss man ganz klar mal zu sagen, für diese alten Abfüllungen vor 2, 3 Jahren kam von Signatory Vintage in diesen Vasen praktisch immer halt eben auch von Ledgehack 9, 10, 11 Jahre alter Ledgehack eben raus. Die lagen immer alle um die 90 Euro und das war alles First Fill und die waren jo, richtig schön dunkel halt eben auch dementsprechend. Das ist es hier nicht. Ne? Deswegen. Bin ich gespannt, es wird wahrscheinlich dezenterer Sherry sein. Und ja, freue mich trotzdem sehr drauf. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an Rick für das kostenfreie Sample. Alkohol gleich spürbar in der Nase. 58,5 sind auch nicht wenig, ne? Aber auch gleich dieses Torfig-Schinken-lastige. Typischer Ledgehack-Rauch eigentlich. Ich liebe diesen. Ah, das ist wirklich.
Es hat eben so was Barbecue-artiges. Wie so die Marinade, die man so aufs Fleisch streicht, so ein bisschen, finde ich. Ein süßer Rauch. Sehr süßer Rauch. Geht es in diesem Bereich so Speck fast ein bisschen und geht es aber fast zurück. Kommt was Hellfruchtigeres durch ein bisschen. Finde ich von der Nase schon, trifft sehr meinen Geschmack, ja. Das reicht manchmal wirklich schon wenig aus, damit ein Whisky gut gefallen kann. In dem Fall ist es einfach dieser geile Lecek-Rauch. Wenn man darauf steht, wenn man den nicht mag, hat man verloren. Sollte man vielleicht Lecek vorher mal probiert haben, um das so ein bisschen einzuordnen. Tritt zwar mehr zurück, der Rauch, also es ist nicht mehr so intensiv wie es gerade am Anfang. Jetzt kommt die Würzigkeit ein bisschen mehr durch, vom Fass vielleicht auch. Die 58, wie gesagt, die sind jetzt präsent. Mir auch fast ein bisschen ein Stück zu präsent. Man merkt, dass es noch ein recht noch nicht so gesetzter Whisky ist, sage ich mal, mit 12 Jahren. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen Wasser rein, weil ich finde den Alkohol doch recht stark und noch nicht ganz so harmonisch eingebunden jetzt. Ich denke, ein paar Tropfen kann ich da ruhig mal zuführen. Ja, wie gesagt, ist halt Inselwhisky, ne? Macht das auch wirklich schöne Schlüren. Vielleicht kann man das so ein bisschen sehen im Glas, dass die Kamera mitmachen würde. zieht es hier schön runter, also das ist, fällt mir schon mal sehr gut. Besser. Besser. Dieses Schinken. Rauchlastige geht jetzt viel mehr zurück. Alkohol wirkt weicher und präsenter. Also nicht mehr so präsent, so wollte ich sagen. Ja, geht jetzt in eine schöne Fruchtsüße über halt eben. Vielleicht fast in den Bereich so Johannisbeere. Aber zur Blitze noch ein bisschen auf. Also erst recht spannend, sage ich mal, von der Nase her. Aber nicht wirklich komplex. Das Profil gefällt mir allerdings ziemlich gut, weil ich halt Lecek feier. Trotzdem heftig, wenn man überlegt hat, eben was die Abfüllung kostet. So muss man es einfach jetzt ohne Wick damit zu dissen. Weil es halt doch einfacher heute ist irgendwo. Ist schöne Fassstärke, ja. Ich muss probieren. Hat der einen Antritt. Sehr kräftig. Wie Brausepulver auf der Zunge gerade. Alles am Kribbeln. Ich habe jetzt auch verdünnt. Vielleicht hätte ich es nie machen sollen. Es bleibt dieses Schinkenteerlastige. Ausgelodertes Lagerfeuer. Asche. Fruchtsüß. Es ist wirklich dezent. Man merkt, dass es halt nicht so wirklich auf dieser Sherry-Seite ist. Das kommt so leicht um. Vanilleton. Artig, aber auch ein trockenes Mundgefühl bleibt ein bisschen zurück. Dieser. So ein bisschen wie brauner Zucker, der zum Schluss verbleibt.
Und? Also, es ist leicht trocken. Ja, also er haut mich wirklich nicht um. Also es ist eine schöne Abfüllung für, ja, für einen günstigen Preis würde ich da wahrscheinlich besser drüber reden, bei dem Preis. Täusche mich. Muss man leider sagen. Kein schlechter Whisky per se. Problem ist einfach, ich kenne diese Abfüllung von Signature Vintage aus dem, aus diesen Vasen halt eben und das war ein First Fill Sherry Butt und pff, die haben ja alles weggeschrubbt. Den habe ich euch, glaube ich, auch schon mal vorgestellt, genau. Könnt ihr gerne mal in der Timeline suchen. Das ist schon ein ziemlich altes Video. Ja, dagegen stinkt der leider ab. Das muss man halt fairerweise sagen. Ich finde jetzt aber auch nicht mehr. Vielleicht brauchen sie mehr Zeit. Aber so wirklich packt er mich nicht. Nee, sorry. Ja, das soll es gewesen sein. Kann ich nur als Fazit ziehen. Wenn ihr was probieren wollt, dann probiert lieber eigentlich diese alten Signature Vintage Vasen. Die gibt es eventuell noch irgendwo. Vielleicht bei einem Fachhändler. Dafür finde ich den jetzt mit 110 Euro. Unabhängig jetzt, ob es vom Wick ist oder von Signature direkt. Zu teuer. Dafür, dass es ein Refill Sherry Fass ist, es kommt da für mich nicht wirklich was, was mich jetzt richtig begeistern kann, außer der schöne Lecek-Rauch. Den habe ich aber auch bei der Standardabfüllung, also sorry. Mehr kommt da leider nicht. Ja, und damit muss ich leider dieses Video jetzt so schließen. Okay, trotzdem hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao. Are waiting for